Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu Enderal und zack, Iowa gestartet. So, ich bin jetzt wieder hier oben. Ich wollte mich nämlich hier oben nochmal ein bisschen umgucken, bevor ich jetzt da unten durch die Gruft gehe. Und ich glaube, das könnte gefährlich sein, hier durch die Gegend zu tapsen. Aber ich habe so das Gefühl, dass da unten vielleicht noch was ist. Gerade hier so, ne? Das sieht ja schon verdächtig aus. Ich wette nämlich, da unten würden wir rauskommen, wenn wir da weitergehen würden. Mhm. Ja. Ich denke mal. Da würden wir auch unterkommen, okay? Hoffe ich mal, dass ich hier irgendwie... Und wir anhand, des aktuellen Screenshots... Screenshots sag ich schon. Des aktuellen Thumbnails von dem Part sehen könnt. Weiß ich ja sogar, wie man das Interface ausschaltet. Und zwar mit dem Befehl TM. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Hier sind... Wie nennt man die noch? Ballisten oder Ballisten? Oh, ich kann da was abschießen. Geil. Wenn das mal nicht irgendwas... Schlimmes macht, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt haben wir alle Pfeile abgeschossen. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, was das ist. Ich geh jetzt mal hier die Treppe runter. Denn so eine Treppe finde ich deutlich sicherer, ne? Schwere Kämpfer erfordern Taktik. da unten sind schon wieder Viecher, glaube ich. Ich glaube, ich sehe so Wölfe, ja, da. Überall. Ja, hoffe ich mal, dass wir denen gewachsen sind. Hm? Au. Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen, wo er ist. Ich bin aufgestiegen. Lebensenergie, her damit. Au. Einer ist down. Zweiter Versuch zu flüchten. Finish him. Das ist der dritte. Da war doch noch ein dritter. Oder habe ich den auch schon besiegt? Keine Ahnung. Kampfmusik ist auf jeden Fall noch am Laufen. Und da liegt irgendwas. Ach ja, ist dieses Zeug. Was man ernten kann. Rastplatz entdeckt. Aha. Toller Rastplatz. Heldenmenü. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja mal... Ah, da will ich mich jetzt noch nicht mit befassen. Vielleicht später. Ah, krass. Hier liegt einiges rum. Kann man wahrscheinlich auch einiges von gebrauchen. Eine Schaufel zum Beispiel, um irgendwas auszubuddeln. Vielleicht. Ah. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Ne. Ist ein bisschen doof, dass man hier nicht einfach warten kann, weil dann könnte man... Oh, eine Schlammkrabbe. Dann könnte man es wieder hell machen für euch. Aber naja. Oh, Ausdauer niedrig. Quietsch. Au. Aber noch eine. Zwei sogar. Psst. Ollen Flusskrabben. Was soll denn das? Gut, ich pack mal hier Waffen weg. Weil ich nämlich weiß, dass jetzt gleich was kommt, wo man keine Waffen haben sollte. Jetzt verfolgen wir einfach mal den Weg und gucken mal, wo der uns hinführt. Denn hier ist ein Lager. Soweit habe ich auch noch gespielt. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden habe herumkraxeln sehen. Ich finde das gut, dass die Soundeffekte so ein bisschen leiser werden, wenn die sprechen. Lange Geschichte. Wo bin ich überhaupt und wer seid ihr? Wer ich bin? Findaliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Also Arzt. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich. So, alles nicht. Zumindest für die Nacht sollten wir. Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge, also. Kein Grund zur Sorge?
dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört. Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Und siehe da, wir leben noch. War es das jetzt, Carlos? Ich habe ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas mit unserem Zeug anfasst, werdet ihr es bereuen. Ja, stell dich mal nicht so an. Ich präsentiere Carlos, wie er lebt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach den Weg in Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Plusheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Was soll mit meinen Augen sein? Ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Okay. Was macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Zum Bund? Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch die Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Erste Gilde oder was? Habt ihr was zum Tauschen? Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht hab ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Yay! Okay. Was haben wir denn hier? Regeneriert Ausdauer. Ach, brauche ich doch nicht, oder? Ah, nee. So muss ich es machen. Ja, genau. Ich habe kein Gold. Nur 9. Das brauche ich nicht. Verringert Arkanisten 24%. Okay, das ist wichtig. Rostschutz. Ach, brauche ich nicht. Genesungstränke behalte ich. Mana-Tränke genauso, falls es mal wirklich knapp wird. Ja, das Messer, das macht weniger Schaden. Obwohl, das macht genauso viel Schaden, aber die... wie heißt sie denn noch? Die Pickaxe. Wie fett. Die Spitzhacke. Die macht mehr, deswegen... beziehungsweise hat eine größere Reichweite, das meinte ich. Deswegen verkaufe ich den ganzen Müll jetzt mal. Heilt euch. Ja, das behalte ich. Schaufel behalte ich. Ungenießbares Bier. Ja, weg damit. Wenn man es nicht genießen kann. Das waren unsere beiden Zauber, die werde ich natürlich nicht verkaufen. Zerschlissene Kleider brauche ich nicht mehr und zerstörte Bücher brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt haben wir zumindest 29 Gold. Yeah! Könnt ihr mir noch etwas über diese Gegend erzählen? Was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Sieht nicht sehr freundlich aus. Tja, und oder friedlich. Viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Verstehe, und es gibt es Orte, die für einen Abenteurer von Interesse sein können? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Geil, in Ordnung, danke für die Hilfe. Wissen. Ihr meintet vorhin, dass Fahrt des Apothekarius, aber Vorfahrt. Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ach, ich kann mich umgucken. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Nee. Mein Pfad ist... naja, mein Pfad eben. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Wissen sammeln über Enderal, 2 von 30. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Unternehmen gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen.
Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen, aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wird. Nein, nur nicht. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist als die Götter? Du laberst ziemlich viel. Ich hoffe, ich schaffe diesen Part noch was. Noch 9 Minuten. Aber ist das nicht frustrierend? Wer sind diese Wege? Dass die Götter tot seien. Warum nicht? Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Yay, Ketzerei, her damit. Voll kontrollieren, ja. Ach Mann, wer sind die Weglosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Dann bin ich wahrscheinlich ein Wegloser. Na komm hier. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Tja. Nerim halt. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carlos, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Also nein. Ich habe Fieber. Hallo. Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht etwas dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Ah, bei dem Regen kein Wunder. Steht er da mit seinem Ding und spielt mitten im Regen, weißt du? Labert da irgendwas von wegen. Ich setz mich mal. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Ah, bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das war doch eure. Hä? Was? Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, das kam gerade schon mal. Sehr, sehr lustig.
Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Das kam gerade auch schon mal. Ups. Tja, wir hatten eine Vision. Genau von dem, was da jetzt gerade passiert ist. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abscheißt. Sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumial Dalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt... Ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Aha. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Ein Fieber? Was wisst ihr darüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Badenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf. Ja. Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen. Ja. Eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ah. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Der hat eine gute Stimme. Sich erstmal harmlos von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Super. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klare Signale zu sprechen. Was für alles sich behandeln? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Super, Albträume. Wissen! Stimmt das hier, wenn ich was trinken, schlecht schlafen? Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Ich versuch's. Was passiert, wenn ich unvorsichtig bin? Wie wirkt sich das Fieber auf mich aus? Unterschiedlich, je nachdem wie schlimm es ist. Erst nur gelegentliche Kopfschmerzen, wie ihr sie vorhin schon hattet, dann verschwommene Sicht und irgendwann akutes Sterben. Was? Das Fieber kann mich töten? Ja. Alles hat seinen Preis, wie der weise Eremit so schön sagt. Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Kümmerwurzextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Da habe ich ja noch eine Flasche von. Zum Glück. Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? Ist nicht weiter wichtig. Wie kann ich das Fieber nicht bekommen? Nein, wir sind mal ehrlich. So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnung von dem, was passiert. Jupp, hatte ich wirklich. Hängt das auch mit dem Fieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Aber yay! Im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen... Woher weißt du, dass ich in so einem Tempel war? Habe ich das erwähnt? Nein, oder? Umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Ja, machen wir. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Bla 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 bla, Mr. Freeman. Das war jetzt die Erzähle. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das danke. Heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, genau so. Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum. Mehr eine Erinnerung.
Dieser Tempel war genau derselbe wie in dem Tal. Versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Ja. Richtig. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Das machen wir noch eben, wenn wir hier alles fertig gequatscht haben. Dann ist Ende. Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Und wenn ich euch nicht helfen will? Wer ist dieser Arbeitgeber? Na schön, ich helfe euch, komm, einfach, wir helfen und bla. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Nö. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Holy moly. Das kann natürlich in tödlich gewordenen Zusammenhängen auf niemals zählt jeder davon. Ah, der rote Wahnsinn, das interessiert mich jetzt mehr. Ja. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »Fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Was hat er getan? Sich und 15 jungen Novizen das Leben. Alter. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... Nun ja... Riss sich selbst mit einer magischen Explosion in 2. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Wogen! Ich arbeite für den Orden, ich vermute, ihr seid kein Mönch. Das ist schrecklich. Und unnötig. Vollkommen unnötig. Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr... Meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen, dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es doch ein Muster gibt. Naja, fürchte das Licht und so. Das würde ja auf jeden Fall zu unserer Vision passen. Vielleicht sind das Leute, die auch irgendwie was vorhergesehen haben. Zum Beispiel das Ende der Welt. Und deswegen sowieso gedacht haben, ach, wir sterben sowieso alle bald. Oder was weiß ich. Und deswegen durchdrehen. Und keine Ahnung was. Und weiß ich nicht. In anderen Worten, ihr sucht nach Beweggründen. Wie könnt ihr helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen... Ja, aber das ist unwichtig.
Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Moment mal. Mir kommt die Stimme auf einmal so bekannt vor. Aber ich... Es könnte tatsächlich die Stimme von C-3PO aus den Prequels sein. Nur, dass er da halt viel heller spricht und so und deswegen ganz anders klingt. Als wenn er so tief spricht und so sexy. Der rote Wahnsinn. Das könnte wirklich die Stimme von C-3PO aus dem Prequel sein. Weil ich mir gerade dieses in den Kopf gerufen habe. Oh, ich bin ziemlich neben mir. Und das klingt so wie er so ein bisschen, nur halt nicht ganz so dunkel. Und witzigerweise, das hat mir auch gefallen, der C-3PO aus den Originalfilmen, also den Episoden 4 bis 6, wisst ihr, was der für eine Synchronstimme hat? Dieselbe Synchronstimme wie auch Walter White aus Breaking Bad. Und das ist ziemlich witzig, wenn man sich jetzt das vorstellt. Zumindest finde ich das. Okay, also, klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Ja. Jero hatte dort einen Jugend... ich hab das Glas gegen den Zahn gehauen, aua. Und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Oh, das ist auch nett. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Okay. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Ja. So. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist dieser ein Indikator für den Schwierigkeitsgrad. Und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Ein Sternchen sehr leicht, zwei Sternchen leicht, drei Sternchen mittel und vier Sternchen schwer. Okay, dann haben wir es jetzt ja. Haben wir auch genug gelabert jetzt erstmal, ne? Ich danke wie immer fürs Zusehen. Und es ist auch ungefähr... Oh, hier liegt ein Buch. Es ist auch ungefähr die Stelle, zu der ich gespielt habe. Ich bin danach noch ein bisschen weiter rumgelaufen. Hab aber... Halt's Maul. Hab aber die Quest nicht weitergemacht. Und ja... Deswegen ist es ab jetzt mehr oder weniger blind. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, macht es gut. Euer Tempelmaster. Musste erstmal gerade selber überlegen, wie hieß ich nochmal auf YouTube? Bis zum nächsten Mal.